in dieser Woche, da wird sich eine zögerliche Milderung auch in den östlichen Landesteilen einstellen. Im Westen ist es ja schon etwas milder geworden und damit willkommen zum Wochenausblick. Wir blicken am Ende auch nochmal so Richtung Weihnachten, was man da schon sagen kann. Ist ja noch ein bisschen hin, 7 Tage noch genau heute bis Heiligabend, aber da blicken wir zum Ende hin auch nochmal drauf. In dieser Woche zunächst mal, wir haben ja im Osten noch diese kältere Luft liegen und es werden jetzt Tiefausläufer von Westen her dagegen anrennen sozusagen mit Niederschlägen und dann wird es langsam eben auch im Osten milder werden. Heute am Montag eben auch nochmal aufgepasst, wo es frostig ist, teilweise schneegefrierender Regen und Glätte droht. Am Dienstag vorübergehend mal ein Zwischenhoch, bevor dann am Mittwoch von Westen schon wieder der nächste Tiefausläufer kommen wird. Wir sehen hier die Luftdruckverteilung mal am Mittwoch, da sehen wir eben dieses kräftige Atlantiktief, was eben allmählich diese mildere Luft dann auch voranschaufelt. Ja, und dann eben Richtung Wochenende, da wird sich wahrscheinlich dann so eine Tiefdruckzone auch über Deutschland einstellen, die dann eben kältere Luft so auf der Nordseite trennt von deutlich und richtig milder Meeresluft auf der Südseite, doch wahrscheinlich dann in weiten Landesteilen. Wir sehen schon, Tiefdruckeinfluss wird regieren, das heißt eben das Wetter wechselhaft, viele Wolken, immer mal wieder auch Niederschläge. Wir schauen uns dann nämlich auch an, was bis Freitag so an Niederschlägen runterkommt. Da sehen wir die größten Mengen am ehesten so nach Südwesten und Süden hin und ich habe diese Glättezeichen reingemacht. Am zähesten wird sich noch diese Woche dann vor allem im Bereich der östlichen Mittelgebirge, teilweise auch noch so Richtung polnische Grenze, also so im äußersten Osten, aber auch so im Süden und Südosten Bayerns die kältere Luft halten. Hier ist also immer mal wieder auch dann besonders in höheren Lagen auch mit Schnee und teilweise gefrierendem Regen zu rechnen. Hier bleibt eben die Glättesituation dann auch noch aufrechterhalten. Also wechselhaftes Wetter in dieser Woche mit einer zögerlichen Milderung auch im Osten. Schauen wir uns gleich in Temperaturtrends dann auch noch an. Ja, wie sieht es dann Richtung Weihnachten aus? Und da kann man in Sachen Luftdruckverteilung hier noch keine genaue Aussage treffen. Ich habe hier 2 Karten aus 2 verschiedenen Wettermodellen und wir sehen hier dieses ECMWF, das europäische Wettermodell. Das hat hier eben die Wetterlage, dass so ein kleines Tief über Norddeutschland zieht. Das trennt eben diese kältere Luft auf der Nordseite von eben richtig deutlich milderer Luft auf der Südseite, die dann doch in weiten Landesteilen wetterbestimmend wäre. Also vor allem nach Norden und Osten hin wäre nach diesem Modell hier dann doch noch möglich, dass hier kältere Luft reinkommt, vielleicht sogar mit Schnee. Wir sehen aber auch das US-Modell, völlig andere Luftdruckverteilung. Also die Unterschiede wirklich groß. Hier wäre eher so eine Westwetterlage wetterbestimmt, ein umfangreiches Tief über Skandinavien, was in weite Landesteile sehr milde Luft heranlenkt. Also auch nach Osten hin wäre dann nichts in Sachen Kälte oder Schnee zu holen. Also die Unterschiede doch noch recht groß, aber die Tendenz eben doch in großen Landesteilen, vor allem so nach Südwesten und Westen hin, eher auf der milden Seite für den Heiligabend. Wir sehen hier jetzt nochmal 2 Temperaturtrends. Da habe ich einmal rausgesucht, Köln, stellvertretend für die milden Lagen im Westen sozusagen. Und da sehen wir bis auf Weiteres noch nicht mal mehr Nachtfrost wird ein Thema werden. Also eher milde Aussichten tagsüber, teilweise sogar um die 10 Grad oder etwas drüber. Also sehr mild für Dezember. Ja, und wir sehen auch dann hier am 24. Der Trend geht jetzt hier bis zum 27., bis in die Nacht zum 27., also zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und da sehen wir auch vielleicht eine kleine Tendenz, dass es etwas kälter wieder wird. Höhepunkt eher um den 24. der milden Luft. Aber so wirklich winterliches Wetter mit Frost und Schnee in den tiefen Lagen im Westen und Südwesten, also wo auch die vielen Menschen wohnen, wird es eher nicht geben. Sehr geringe Wahrscheinlichkeit nur noch. Ich hätte jetzt hier auch eine Karte aufzeichnen können. Ja, 10% weiße Weihnacht am Niederrhein. Die werden ja oft immer gerne gezeigt. Ist natürlich irgendwie auch Schwachsinn. Also wir sehen, die Chance ist einfach nur äußerst gering. Wir schauen aber auch noch einen Trend weiter nach Osten. Da sehen wir hier für Cottbus die zögerliche Milderung und eben auch schon im Verlauf der Woche Unsicherheiten, wie stark sich hier im Osten die mildere Luft sozusagen durchsetzen wird. Da sind die Modelle noch recht unterschiedlich, aber eben auch der Frost wird sich hier abschwächen. Insgesamt auch eine leichte Milderung im Vergleich zu jetzt und den vergangenen Tagen wird es auch im Osten geben. Dann aber, wir sehen es auch, der Höhepunkt der milden Luft im Osten wahrscheinlich auch so um den Heiligabend herum, um den 24. und dann eine Tendenz, hier wir sehen es im Trend für Cottbus, dass es wieder etwas runter geht dann über die Weihnachtsfeiertage. Also hier dann durchaus nochmal Chancen, dass kältere Luft über die Weihnachtsfeiertage kommt und vielleicht auch mit Schnee. Das müssen wir einfach in den nächsten Tagen dann nochmal genauer im Auge behalten. Ihr könnt auch den 10-Tage-Trend genau verfolgen. Hier oben werde ich den Link reinstellen. Da einfach immer wieder schauen, die neuesten Berechnungen kommen hier mehrmals am Tag dann rein. Wir bleiben natürlich dran. Weitere Videos gibt es auch noch in der Woche dann weiter zum Weihnachtswetter, wie sich das entwickelt. Bis dann und ciao.